Was ist los? Wo ist Mama? Ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Lauf, so schnell du kannst! Seid vorsichtig! Hallo und willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, falls auch unbedingt noch nicht Hugo allein lässt, gehört in den Partypunkt. Okay. Aber leise, ja. Ja, ja. Gut. Wir sind immer noch in Kapitel 1, das Elbe, der Rune. Sie sind überall. Vertraut mir. Okay. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wir müssen flüchten, wartet, wenn ihr das von mir gesehen habt, schaut es euch an. Die war krank, halt, ganz ehrlich, halt. Was da alles passiert ist, ey. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine mit Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Bleib still. Hat geklappt. Tigo, bleib still. Ich arbeite schon ewig hier. Sonst komm ich hier nicht weg, Alter. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahr zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Oi, Alter, was? Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später jetzt wieder. Und du? Ja. Ich stehe weiter, das ist besser, Alter. Was mit dem zu mir zureden? Oh, Feiglinge! Ach, hör auf, du brichst mir das Herz. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Keine neue Inquisition, obwohl wir für eine kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Steine. Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Nein, Amicia. Deine Schleuder wird uns verraten. Ja, ja. Du hast recht. Hä? Ah, Airlines. Okay. Dieses Geräusch. Gut. Das dieses Geräusch. Ey. So dämlich alt ist der. Au, mein Kopf. Atmen, Hugo. Wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas nichts ist zu berichten. Auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Ah, da gehen wir den falschen Knopf. Gut, gehen wir. Ich sehe nach. Sei vorsichtig, man weiß ja nie. Das war doch nicht, oder doch? Wir kommen nicht weiter. Mutter. Scheiße. Vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Ah, komm. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Hier. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Was war denn das? Los jetzt. Weißt du, wenn sie ein bisschen schneller ganz ruhig. Halt meine Hand laufen fest. Könnte. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge, das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Komm schon, Kleiner. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Wartet. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller. Was? Kommt mit. Aha, okay. Ja gut. Alter. Was? Ey, die bringen schon einfach jeden um, hä? Folgt mir. Ja. Wir sind zu zweit. Wir sind ein bisschen langsamer. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Gott. Hab ich eigentlich... Mama, ich wollte eigentlich... Aber sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine
Stimme, hm? Ingo, du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Was hat er? Aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Ingo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Boah, Alter. Alles gut, Ingo. Ich komme. Okay, los geht's. Los geht's. Hopp, so geht das. Hä, wo ist sie jetzt schon wieder hin? Gut, dann weiter. Mit Ingo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Ach du meine Kacke. Hm? Gut zielen. Mutter und Ingo brauchen Zeit, um Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Kommt. Tja, da ist nichts. Gut gemacht. Okay, gut. Hier lang. Das war knapp, ne? Das war knapp, Alter. Das Garten. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. War das für ein Geräusch? Ja, dann schau mal nach. Ist nichts, ne? Schade. Los. Ach komm, dreh dich wieder um. Jetzt. Ja, schnell. Weißt du, das ist unfair. Ich bin nicht so. Was ist so langsam? Oh, ihr lebt. Hier entlang. Folgt mir. Oh. Das war jetzt knapp, ne? Versteck dich. Schnell! Madame, Sie kommen. Alicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er heißt mir mit Ingo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Schnell jetzt, folgt dem Fluss. Ach du Scheiße. Mutter, nein! Alter, was? Ingo, komm mit, schnell! Tötet die Schwester, den jungen Soldaten, hier lang! Was ist los? Wo ist Mama? Ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Lauf, so schnell du kannst! Seid vorsichtig, verflucht, tut dich! Die Erde fehlt, Amicia, der Boden bewegt sich! Lauf weiter, sie sind direkt hinter uns! Was machst du? Geradeaus! Aber wo laufen wir hin? Wo soll Mama uns finden? Lauf einfach weiter! Amicia, wir müssen zurück und Mama... Komm, schnell! Alter, was geht hier? Digga! Wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht! Irgendwas ist da im Boden, Amicia! Oh mein Gott, was geht? Hä? Wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht! Irgendwas ist da im Boden, Amicia! Komm!
Komm! Komm, Amicia! Tief Luft holen! Spring! Was? Kapitel 2: Die Fremden. Oh, Digga! Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Amicia, was wollen die von uns? Okay. Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Wo sind denn nur alle? Oh, Alter. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber... Nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Rauch, da müssen eine Menge Leute sein. Verzeihung, ja, bitte gut, wartet doch. Suchen wir mal dort. Was haben sie denn nur? Die waren ängstlich. Alter. Verzeiht, ich bin die Tochter von Senior Robert de Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Alter Scheiß. Okay, wir müssen mal schauen, wie wir zu diesem Rauch kommen, ne? Ich kann's nicht glauben. Alter. Sie verstecken sich. Was ist hier Sieh los? Mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Alter. Oh, das Alter. Dorf ist verseucht. Was geht hier ab, Darum ne? verstecken sich alle. What? Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Mein Gott. Yo. Ihr, ich flehe euch an, holt Hilfe. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihm. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß hat unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das dein Ernst, das ihr infiziert. Amicia, komm schon. Warum wie? Lauf, Hugo. Was ist los, Amicia? Genau wir, Alter. Wir haben hier gar nichts zu tun, Alter. Auch verbrennen? Nein, nein, geh doch runter. Hallo? Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, Heinrich, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich ich nicht. Ich muss nur warten, warte, bis sie sich zeigen. Dann Was war das für ein Geräusch? Boah, Digga, das war so knapp, ne? Komm!
Ist ja nichts, was euch alle gefallen ist, aber ihr habt nicht mehr. Ihr habt keinen Knall, Alter. Fast geschafft. Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Da seid ihr ja! Ach, nicht da lang! Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Da, die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Wo zum Teufel sind sie? Verstecken sie neben deinem Loch! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie oben raus. Los, schieben wir sie. Ja. Alter. Ey, die sind nicht ganz normal im Kopf, Alter. Was ist bei denen los, Alter? Und wir schieben wieder. Schieb, schieb, schieb. Komm, ich hebe dich hoch. Hoch mit dir, komm. Alter, das... Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Ja, nicht richtig, ne? Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht schon sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Sie wird nicht halten! Nein! Hab ich doch gesagt! Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Oh. Amicia, komm her, auf diese... Da bist du ja! Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht, ich werde sie herunterholen. Pass auf! Dann mach! Na los, komm Und schon! Jetzt? Hier, gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht, nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen, wenn ich die Belger erwische! Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen... Hast du das Geräusch da drüben gehört? Ich seh mal nach. Mach keine Dummheiten! Okay, das war jetzt knapp, Alter. Los, 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 los. Nein, nicht schon wieder. Was jetzt? Oh, Kollege, gib doch mal auf. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell! Sie wissen, wir sind hier. Scheiße, Mann! Das ist jetzt zu lang gegangen. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich! Schnell, Hugo, bitte! Ich schaff's. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was! Ich kann nicht, Amicia. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse. Boah, Digga. Sie sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein.
Menschen. Oh. Besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier Alter. Seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Boah, Alter, was? Hätte ich die nicht? Alter, das wäre jetzt sau knapp, ne? Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Alter. Okay, Leute, das war's in dieser Folge von A Plague Tale Innocence. Mal für den Anfang mal sicher, ne? Aber für wie lange? Das werden wir mal sehen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, lasst ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!